Noch liegt sie verlassen da, die Weltcup-Piste in Ofterschwang. Aber schon morgen werden sich hier die besten Skifahrerinnen der Welt hinunterstürzen. Denn dann findet hier der Weltcup im Slalom und Riesenslalom statt. Um Tina Maase, um Viktoria Rebensburg und natürlich um Maria Höfl-Riesch. Ob hier schon alle startklar sind, erfahre ich gleich, denn ich treffe mich jetzt mit Rennleiter Florian Beck. Hallo Herr Beck. Hallo. Hatte das warme Wetter der letzten Tage denn Auswirkungen auf die Piste? Ja, warmes Wetter hat natürlich immer Auswirkungen auf die Piste, weil sich die Kristalle natürlich verändern. Die Wärme dringt dann auch tiefer ein und den Prozess müssen wir halt dann unterbinden. Dann bringen wir da Salz auf, kühlen die Oberfläche und dann müssen wir für den Renntag sehen, wie sich es in der Früh anfühlt, sage ich schon fast, und darauf reagieren und in der Früh dann die finale Präparierung machen. Welche Kriterien muss denn so eine Weltcup-Piste überhaupt erfüllen? Ja, einfach gesagt, sie muss die gleichen Bedingungen vom Läufer 1 bis Läufer X bieten, dann ist sie gut. Das hat natürlich den Nebeneffekt, dass es eine wassergehärtete Piste sein muss. Also bei Minusgraden leichter als wie bei massiven Plusgraden. Und am besten zu präparieren ist eben der Maschinenschnee. Naturschnee eignet sich da gar nicht, muss man leider so hart sagen. Aber für den Rennsport ist der Maschinenschnee das ein und alles. Gut, dann sage ich danke fürs Gespräch und toi 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 fürs Wochenende. Ja, das können wir gebrauchen. Für die Zuschauer ist natürlich toll, wenn es warm ist. Für uns, wenn man nur an der Piste steht, eigentlich auch. Aber wenn man dann die Verantwortung hat, dann wird es ein bisschen schwieriger. Gut. Ja, wir haben es gehört, hier stehen schon alle in den Startlöchern. Jetzt bleibt nur noch eins abzuwarten, wie wird denn das Wetter am Wochenende? Das sehen Sie jetzt, hier sind die Wetteraussichten. In der Nacht zum Samstag ist der Himmel stark bewölkt und es regnet. Mit 4 bis 6 Grad bleibt es jedoch frostfrei und relativ mild. Der Samstagvormittag ist durchwachsen mit Sonne und Wolken. Das Thermometer klettert auf maximal 9 Grad. Im Verlauf des Tages wird es zunächst sonniger und wärmer. Spätnachmittags jedoch wieder zunehmend bewölkt und vereinzelt Regenschauer mit nochmals milden 11 bis 13 Grad. Auch am Sonntag ist keine Besserung in Sicht. Es wird bewölkt mit zeitweise Regen und etwas Sonne. Der Wochenbeginn wird deutlich kühler mit zunehmendem Schneefall bis in die Tiefenlagen. Am Montag und Dienstag schwanken die Temperaturen um den Gefrierpunkt.